Die Verlängerung von Thomas ist sehr wertvoll für uns und sicherlich auch ein Signal nach außen, aber auch nach innen. Es ist immer wichtig, wenn Leistungsträger und Symbolfiguren von Bayern München den Vertrag verlängern. Kann sicherlich auch andere mitziehen. Glaube ich trotzdem, dass die anderen dann auch eigene Entscheidungen treffen und es nicht nur an Thomas festmachen, aber es ist auf jeden Fall die bessere Variante, wie wenn er nicht verlängert hätte und auch sicherlich das bessere Zeichen. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich habe ja schon oft gesagt, bei Spielern der Kategorie Bayern München sind Verlängerungen jetzt nicht immer ganz so leicht und bedarf mehrerer Runden, mehrerer Gespräche. Die auch ich mit dem Spieler führe, da geht es jetzt weniger um den Vertrag als solches, sondern eher um meine Meinung, die ich ihm mitgebe, meine Ideen auch für die Zukunft, meine Ideen, wo er sich vielleicht noch verbessern kann, was er schon sehr gut macht. Ja, nochmal, ich würde ihn sehr gern behalten, das ist, glaube ich, klar. Ich schätze ihn als Spieler und als Mensch. Aber es liegt dann nicht immer in der Hand des Trainers, sondern da spielen leider sehr viele Parteien mit rein, die alle ihre berechtigte Meinung haben. Wir werden sehen, was da auch die Zukunft bringt. Ich glaube, gibt es bei Coco auch noch nichts zu vermelden. Von dem her werden wir abwarten, wie es bei ihm dann auch weitergeht. Aber als Spieler ist er und auch als Mensch ist er wirklich ein sehr, sehr guter. Ich habe schon nachgefragt, ob es jetzt irgendwie, ob das ein gutes Gespräch war. Das war es wohl. War ein guter Austausch, aber da gibt es jetzt noch nichts zu vermelden in keine Richtung. Alles andere muss dann der Bratze zur gegebenen Zeit kundtun. Der war dabei beim Gespräch, ich nicht. Man weiß ja, dass Pini einer ist, der gerne verhandelt und tough verhandelt. Von dem her wird es ähnlich sein wie bei Serge auch, dass sich das immer auch ein bisschen zieht.